Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Bei VW startet heute die Verhandlungsrunde um den Haustarif für die westdeutschen Standorte. Und wir nehmen dies zum Anlass nochmal, uns zu der Debatte um Managerboni, Vorstandsboni bei VW zu äußern. Finanzminister Schäuble äußert sich kritisch zu den Bonusentscheidungen der VW-Vorstände. Und deshalb sage ich an die Adresse von Finanzminister Schäuble, jetzt heißt es raus aus dem reinen Empörungsmodus und rein in den Handlungsmodus. Man muss hier auch etwas gesetzlich tun, damit die Managerboni nicht ins Uferlose gehen. Deswegen sagen wir, wir brauchen nicht nur einen Mindestlohn, es braucht auch eine Art Maximaleinkommen in diesem Land. Der Dreistigkeit einiger Manager muss einfach eine Obergrenze gesetzt werden. Wir als Linke fordern deshalb beim 20-fachen des untersten Einkommens in einem Betrieb ist Schluss. Das heißt, das höchste Einkommen in einem Betrieb darf nicht mehr als das 20-fache der untersten Einkommensgruppe bedeuten. Ein Manager, der also am Ende des Jahres mit 1 Million Euro nach Hause gehen will, muss dann dafür sorgen, dass auch die Reinigungskraft oder der Pförtner mindestens 50.000 Euro im Jahr bekommen. Es geht zum einen um ein Stoppzeichen für die Gier, zum anderen geht es aber auch daran, die Beschäftigten in den Unternehmen entsprechend an den Erfolgen zu beteiligen. Und die Forderung der IG Metall lautet auch für die VW-Standorte 50% für 120.000 Beschäftigte. Das ist ja gemessen an den Summen, die als Boni im Gespräch waren, doch recht bescheiden. Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber wir wollen es nochmal unterstreichen. Die Abgasaffäre bei VW wird wohl finanzielle Folgen haben. Diese Folgen sollten aber von den Vorständen weggetragen werden. Auf keinen Fall sollten die finanziellen Folgen des VW-Abgasskandals von den Beschäftigten ausgebadet werden müssen. Die bisher geheimen TTIP-Dokumente sind nun ab heute öffentlich. Ein Dank an Greenpeace und alle Whistleblower, die daran beteiligt waren. Sie haben der Demokratie einen großen Dienst erwiesen, indem sie die Wahrheit über das Tun der Mächtigen gesagt haben. Und ich hoffe, dass jetzt wirklich niemand auf die Idee kommt, Greenpeace und die daran beteiligten Whistleblower juristisch zu verfolgen. Denn ich finde, wenn, dann verdienen Whistleblower eher einen Preis, aber auf keinen Fall strafrechtliche Verfolgung. Alle große politische Aktion beginnt mit dem Aussprechen dessen, was ist. Politischer Kleingeist aber besteht im Verschweigen und Bemändeln dessen, was ist. Das sind die Worte von Ferdinand Lassalle, einem der Gründungsväter der Sozialdemokratie. Und wie agiert die Sozialdemokratie nun heute? Der SPD-Chef Sigmar Gabriel möchte die SPD dazu verdonnern, den TTIP-Abkommen zuzustimmen. Und er behauptet, er könne es schaffen, die Sonderklagerechte für Konzerne außen vor zu lassen. Also mit Verlaub. Der Chef einer unter 20%-Partei in Deutschland meint, er könne die USA oder die EU daran hindern, Sonderklagerechte für Konzerne im TTIP zu stärken. Da lachen doch die Hühner. Was aber realistisch wäre, ist, im Bundesrat oder im Bundestag Abkommen wie CETA und TTIP zu stoppen. Wir könnten uns zusammentun, SPD, Die Linke und Grüne, in dieser einen Sache und das Abkommen mit CETA im Bundesrat oder auch im Bundestag stoppen. Die Geheimniskrämerei hat nun ein Ende. Das, was öffentlich geworden ist, bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. TTIP ist nicht nur ein Angriff auf Demokratie, auch auf Verbraucherschutz, auf Umweltschutz und Beschäftigtenrechte. Und wir meinen, eine Regierung, die solche Abkommen wie TTIP stützt, die gehört genauso wie TTIP gestoppt. Die Geheimniskrämerei, die ja sehr undemokratisch ist, die untergräbt die Glaubwürdigkeit von Demokratie und ist damit Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten. Und damit kommen wir zum AfD-Parteitag. Deutschtümelei, ein strahlendes Ja zur Atomkraft, ein hinterwäldlerisches Frauenbild, das sind Botschaften vom AfD-Parteitag, die wirklich anmuten wie eine Zeitreise in den Mief der Vergangenheit. Hetze gegen Andersgläubige, Beifall für Nazis, die eine Gewerkschaftskundgebung stürmen, das erinnert sogar an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Familienpolitisch ist die AfD der Hort der Maskulinisten, also der Männer, die Frauen gezielt kleinhalten und bevormunden wollen. Frauen sollen als mehrfache Mutter am Herd ganz offensichtlich die unsozialen Folgen einer Politik, die vor allen Dingen im Sinne der Reichen gemacht wird, ausbügeln. Und man fragt sich schon, wie erbärmlich ist es eigentlich um die Männlichkeit dieser Maskulinisten bestellt, wenn berufstätige, erfolgreiche Frauen sie so sehr einschüchtern und bedrohen?
Gestern beschloss die AfD, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Morgen beschließt sie womöglich, dass auch Medienvertreter, Linke, Sozialdemokraten, Antifaschisten, womöglich auch Gewerkschafter nicht zu Deutschland gehören. Kurzum, womöglich wird es in Zukunft, wenn es nach dem Willen der AfD geht, nur noch Rechtspopulisten geben, die zu Deutschland gehören. Die AfD hat auf ihrem Parteitag wieder einmal deutlich gemacht, dass A in ihrem Namen steht für Ausgrenzung und nicht für eine wirkliche Alternative. Am Freitag hat der Bundestag wieder einmal über das Thema Abschaffung Hartz-IV-Sanktionen beraten. Grundlage war eine Petition von Inge Hannemann, wo wir fanden, er hat so viel Unterstützung, dass man auch darüber sprechen muss. Und nicht nur in Bezug darauf will ich auch noch mal auf eine Anfrage verweisen. Wir haben abgefragt, wie viel Millionen Euro denn die Bundesregierung oder die Bundesagentur einspart durch die Sanktionen. Das sind ja auch Gelder, die leistungsberechtigten Erwerbslosen vorenthalten werden. Im vergangenen Jahr war es 170 Millionen Euro. Das ist Geld, was den Einzelnen, den Haushalten wirklich fehlt, weil wir reden ja bei Hartz-IV-Haushalten über Haushalte, die in der Regel kein finanzielles Polster haben, um auch mal eine Durststrecke zu puffern. Aber gemessen natürlich am Bundeshaushalt sind 170 Millionen Euro nicht viel. Also man kann sagen, auf Sanktionen zu verzichten, wäre kein Schaden für den Bundeshaushalt, aber es wäre eine unglaublich große Leistung für die Menschen, die in Armut sind und von Existenznot betroffen sind.